Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Ja, wir sind mal wieder in den Outlands, so wie beim letzten Mal. Und ich wusste gar nicht, dass da oben Blitze runterkommen aus dem Himmel. Das finde ich sehr atmosphärisch und sehr cool. Wie auch immer, das letzte Mal waren wir hier in den Outlands und ich habe ja den Boss des Levels besiegt und leider haben mir noch so 10 Goldstücke gefehlt. Ich weiß, dass ein Goldsack hier runtergefallen ist mit einem Goblin in den Lava-Tümpel da und dass ich den deswegen nicht kriegen konnte. Was wächst da eigentlich raus? Sehr interessant. Vor allem blüht das da oben ganz an der Spitze. Mysteriös. Ja, jedenfalls, einmal haben mir da 5 Gold gefehlt und es müssen mir noch irgendwo anders 5 Gold gefehlt haben. Ich weiß leider nicht, wo es war. Ich habe alles bis hierhin aufgesammelt. Also ich habe bis hierhin ja nochmal durchgespielt. Und ihr könnt sehen, da sind 10 Goldstücke und in der anderen Tür sind auch nochmal 10 Goldstücke, die ich noch nicht aufgesammelt habe. Das Problem ist jetzt also, wenn wir die aufgesammelt haben, wenn ihr da oben seht, wir haben 280 Gold. Das heißt, wenn wir die aufgesammelt haben, haben wir 300 von 300. Dementsprechend 100% des Goldes dieses Levels. Und ich weiß wirklich nicht, wo ich die anderen 5 Goldstücke übersehen haben könnte. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sammeln wir die jetzt mal schnell ein. Und beim letzten Mal... Oh, ich habe Fallschaden bekommen. Beim letzten Mal sind wir dann ja hier hochgegangen und haben da den Boss besiegt. Allerdings wollte ich euch noch schnell zeigen, was hinter der anderen Tür zu finden ist. Offensichtlich ja kein Gold mehr, denn das werden wir jetzt einsammeln. Aber der Vollständigkeit halber würde ich das doch gerne zeigen. An sich, als ich jetzt hier durch den Level gespielt habe, habe ich jetzt auch keine neuen Areale oder so entdeckt. Also ich muss wirklich irgendwo ein Blindfisch gewesen sein und Gold übersehen haben. Was vermutlich offen zu sehen war. Oder es ist tatsächlich irgendwo einer in die Lava gesprungen, wo ich nicht drauf geachtet habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt 100% des Goldes. Das ist schon mal schön. Deswegen gehen wir jetzt hier raus. Und wir sind jetzt auf so einer kleinen Insel mit einem schönen Lavafluss in der Mitte und einem Checkpoint, den wir natürlich beim letzten Mal nicht hatten. So viel Leben wir da verloren hätten oder haben, wäre der mir natürlich lieb gewesen. Und da wächst sogar ein Baum. Ha, cool. Achso, hier sind doch noch mehr Bäume. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, und ihr seht hier eine kaputte Brücke. Und von da hinten sind wir beim letzten Mal gekommen. Da haben wir zum ersten Mal diesen Boss gesehen. Und er hat dann die Brücke zerstört, als wir versucht haben, darüber zu laufen. Und jetzt haben wir eben die andere Seite erreicht. Das ist es eben, was hinter diesem Gang war. Und ich vermute mal, um jetzt die 10 Goldstücke noch zu behalten, muss ich den Boss nochmal besiegen und das Level beenden. Deswegen machen wir das doch mal eben. Ich fürchte nur, dass das von hier aus nicht so gut machbar ist. Ich versuche mal hier rüber zu gehen. Ich versuche allgemein mal hier diese Tür aufzumachen. Was nicht funktioniert, was mich auch überhaupt nicht überrascht. So, jetzt komm. Schick mal her. Hallo. Du sollst dich nicht verstecken, du sollst mich angreifen. Au. Na los. Jetzt sehen wir ihn wenigstens... Wow, ich wusste gar nicht, dass er solche Angriffe drauf hat. Ich frage mich, ob ich ihn im Nahkampf mit dem Schwert so angreifen kann. Also, du scheißt gar keine Golems mehr nach uns, du... Ich glaube, das ist wirklich... Hä, wo kommst du denn her? Ich glaube, da ist es wirklich sinnvoller, wenn ich jetzt einmal nochmal zurückgehe und den langen Weg über die andere Brücke gehe. Oder auch nicht. Ihr sollt nicht sofort sterben. Warum? Na, einer zumindest. Habe ich dich getroffen? Ja, ich habe ihn getroffen. Glaube ich zumindest. Bilde ich mir ein. Ach, da oben stehen welche. Na, komm mal her. Ich muss nur aufpassen, dass hinter mir keiner ist. Ein Stein genommen. Au. Ich brauche einen Heiltrank. Ah. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Flieg mal... Na, ich glaube, ich sollte erst den schlagen. So, genau, flieg da hin. Ich kann dich verschieben. Geh nach vorne, geh zur Kante. Du wirst es nicht bereuen. Nein, ich verspreche es dir. So. Na, das scheint doch zu funktionieren von hier aus. Ja, nee. Ich habe jetzt keine Lust, dahin hinzulaufen. Komm, schieß mal. Ja, von mir aus schießt auch dahin. Ich habe genug Heiltränke, wie ihr sehen könnt. 3 Stück noch. Deswegen sollte das eigentlich ausreichen. Ich muss nur mal gucken, dass mich von hinten keiner angreift.
Ich habe das, das Level hier übrigens nicht mit dem Eisschwert begonnen. Ich habe mir gedacht, ja, das hole ich mir dann da. Und stattdessen habe ich eine andere Waffe genommen, mit der ich auch gut gegen diese Steingnome klar kam. Und zwar eine neue Armbrust, die wir im Grunde nach dem Level hier freigeschaltet haben, als wir das letzte Mal gespielt haben. Na, bist du einer noch, müsste es sein. Und zwar haben wir eine neue Armbrust bekommen, nämlich die Repetierarmbrust. Und mit den Bolzen konnte ich schön Headshots verteilen gegen die Steingnome und das hat gut funktioniert. Und wie ihr sehen könnt, die hat halt ein großes Magazin und ich kann viele Pfeile auf einmal hintereinander verschießen, ohne nachladen zu müssen. Das ist halt sehr, sehr praktisch. Vor allem hatte ich dann 250 Bolzen und zwischendurch noch ein paar gefunden. Du sollst mich nicht immer mit Explosivschüssen angreifen, du sollst Golems hier hin oder Gnome hier hinschießen. Gehen wir mal hier hinten hin. Da kommt ja gar keiner raus. Was soll denn das? Kommt da einer raus? Nee, aber da hinten ist noch einer. Ja, komm. Da steckt einer an der Wand fest. Na komm. Komm zu Papa. Wobei, ich bin ein weiblicher Charakter. Komm zu Mama. So, du musst jetzt schlafen, musst einmal ins Bett gehen. Hier, gib deinem Papa noch einen guten Nachtkuss. So, sehr gut. Dann hätten wir das auch mal wieder erledigt. Dann können wir jetzt den Boss besiegen. Und die Outlands endlich hinter uns lassen. Diese ganze Lava-Gegend hier ist zwar ganz nett, aber so langsam wird noch ein bisschen warm und unser Schwert schmilzt. Dursu. So, geschafft. 10 neue Goldstücke wurden hinzugefügt. Wunderbar. Damit kann ich leben. Dann können wir uns jetzt endlich dem nächsten Level widmen. Und zwar gehen wir in den Hafen von Arc Amar, denn wir wollen ein Schiff holen, um uns nach Mekelon überzusetzen. Und das Level heißt auch passenderweise Arc Amar. So, wir haben jetzt ein paar neue Gegenstände bekommen. Ich habe ja schon gesagt, Repetierarmbrust von der Jägerin. Dieses schöne Ding hier. Und was auch sehr interessant ist, für den Bogen, wir haben einmal den Präzisionsbogen bekommen. Den kann ich jetzt nicht anwenden, weil ich nicht genug Geld habe. Aber was viel interessanter ist, wir haben jetzt statt den Granatpfeilen noch Sprengpfeile, die allerdings unglaublich teuer sind. Also 25 Sprengpfeile kosten mal eben 1000 Goldstücke. Und wir haben... Nee, falsch. Wir haben Brandpfeile, die Weiterentwicklung von den Feuerpfeilen, die natürlich auch sehr, sehr teuer sind. Also die werden wir vielleicht in späteren Leveln mal nehmen. Jetzt aktuell sind mir die noch zu teuer. Ein Zeremoniendolch haben wir auch bekommen als neuer Dolch, aber das ist jetzt nicht so spektakulär. Und ich muss jetzt überlegen, welchen Charakter ich nehme. Ich guck mal eben, ob wir einen neuen Zauberstab bekommen haben. Oh ja, Stab der Stürme. Dieser Stab ruft die Mächte des Himmels herbei. Und den Stab der Finsternis ruft finstere Schatten herbei. Ja, aber ich glaube, mit der Druidin werde ich erstmal noch nicht spielen. Die werde ich später spielen, wenn ich noch ein bisschen mehr Gold habe, mir eine vernünftige Rüstung kaufen kann. Jetzt nehmen wir erstmal... ich würde sagen, wir probieren mal den Ingenieur aus, oder? Den hatten wir bisher noch nicht. Dann nehmen wir erstmal... Ja, der kämpft mit Hammern. Dann nehmen wir den schweren Hammer, weil das der stärkste ist, den wir... Also, wir können auch Schwerter und Äxte nehmen, aber ich mache das immer gerne so, dass ich dann für den die Hammer nehme. Das sieht aus wie ein Amboss, den man an den Stab dran gemacht hat. So ein Schild nehmen wir natürlich auch. Der Klingenschild ist nicht so teuer. Und wobei es der beste ist, den wir haben können. Schwere Armbrust, ein paar Bolzen. Damit sind wir schon mal gut ausgerüstet. So eine kleine leichte Rüstung sollten wir auch nehmen. Und dann haben wir hier noch Granaten, nehme ich gerne, und Ölbomben. Mit denen habe ich ehrlich gesagt noch nie gearbeitet. Die wurden hier bisher nur gegen uns eingesetzt. Den Heiltrank können wir uns leider nicht mehr leisten, aber wir finden bestimmt genug. Und ich meine, als Ingenieur sollten wir auch gut gerüstet sein. Dann werden wir mal das Spiel beginnen. Der Hafen von Arc Amar. Die Stadt ist die letzte Grenze von Mekelon, dem Land der Ahnen. Es scheint fast unmöglich, jemanden zu finden, der dich dorthin bringt. Doch dann begegnest du Captain Lorus oder Kapitän Lorus, Markus' ungeliebten Bruder. Ja toll. Finde Lorus' Geschäftsbuch. Woher kommt einem das nur bekannt vor? Ha? Bringe Lorus das Geschäftsbuch. Wie gut, klingt eigentlich erstmal relativ Markus einfach. Markus hat dich geschickt, dieses erbärmliche kleine Wiesel. Ich bin der Einzige, der es hinüber und wieder zurückgeschafft hat, weißt du? Aber wenn du meine Hilfe benötigst, dann musst du zuerst etwas für mich tun. Markus hat mein Logbuch an irgendeinen der Einwohner hier verkauft, der es nicht wieder herausgeben will. Bring mir mein Buch
Und wir können darüber reden, dich auf die andere Seite zu bringen. Obwohl es nicht billig werden wird. Und hüte dich vor dem Wasser. Es ist kälter, als es scheint. Ja, super. Die scheinen sich ja wirklich zu mögen. Markus hat sein Logbuch verkauft. Oder sein Geschäftsbuch. Warum sollte man das Geschäftsbuch von jemandem kaufen? Und wer kauft sowas überhaupt? Also gut, klar, Konkurrenz vielleicht, aber naja. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Nichts. Und da haben wir schönes Wasser. Wir sind gerade hier auf dem Schiff von Lorus, wie man ja unschwer erkennen kann. Gerade im Laderaum hier unten. Und der Hinweis mit dem Wasser ist gut. Es ist sehr kalt, wir sollten nicht reinfallen. Wir werden nämlich sterben. Deswegen werden wir versuchen, das zu vermeiden. Na? Kleiner Goblin? Komm hin. Komm her, hör zu. Ja? Du solltest gestern gesehen haben. Genau. Ich glaube. Ja, ich würde sagen, wir tun ihm mal den Gefallen und lassen ihn frei, selbst wenn wir ihn danach töten müssen. Aber ich meine, er hat Geld dabei. Ja, und die Moral von der Geschichte, besser nicht so viel saufen, dass man rausgeworfen wird, ne? Was ist das eigentlich? Ich habe übrigens gelesen, dass viele von den Gemälden, die hier im Spiel zu finden sind, Beta-Screenshots sind von dem Spiel, aus dem letztendlich Enclave entstanden ist. Und zwar war das Sorcery, soweit ich das mich jetzt richtig erinnere. Und das sollte ein Arena-Spiel sein, so ein bisschen wie Quake, also... Wenn man sich das Spiel hier so anschaut, dann kann man sich das sogar vorstellen, dass man Charaktere ausrüstet und dann gegeneinander kämpfen lässt. Und ja, das ist leider nie was geworden. Und viel von dem Material, was halt in Sorcery schon erstellt wurde, ist dann in Enclave übergegangen. Und damit haben wir das Spiel, was ich jetzt spiele. Ist eigentlich noch eine Dialogoption? Inepeng. Genau. Ja, das Haus der Träume. Das werden wir später auch nochmal sehen. So, als kleiner Spoiler. Ah, okay, das waren jetzt alle Dialogoptionen. Wir haben keine Rechtsklickoption mehr. Deswegen würde ich sagen, wir haben schon genug Zeit verschwendet. Gehen wir mal an Deck des Schiffes und schauen uns den Hafen genauer an. Na, sehr neblig hier draußen. Ich schaue mich natürlich wieder genau um, damit ich keine Münzen übersehe. Wir wollen ja alles Gold mitnehmen, deswegen müssen wir auch den Schlüssel finden, um diesen Goblin freizulassen. Ich meine, eigentlich wollen wir noch mit dem Schiff übersetzen und vielleicht könnte der Kapitän jetzt nicht so geil darauf reagieren, aber egal, Gold ist Gold, ne? Vielleicht können wir ihm dann ja ein bisschen was zustecken. So, sind hier irgendwelche Münzen oder Heiltränke oder sonst irgendwas? Offensichtlich nicht. Kann ich das bedienen? Nee, leider nicht. Da ist irgendwer. Ich hab's doch genau gehört. Komm her! Komm her, du kleiner Widerling. Ein Schlag und er ist tot. Krass. Ja. Vielleicht falle ich mal später in das Wasser, wenn wir einen Checkpoint erreicht haben, um einmal zu demonstrieren, was da passiert. Aber jetzt doch lieber nicht. Schauen wir uns lieber erstmal in der Stadt um und gucken, was wir da so finden können. Aber ich gucke trotzdem immer wieder von der Kaimauer runter, weil ihr seht, hier sind so kleine Vorsprünge. Und da könnte eventuell was zu finden sein. Ja, wir feuern einfach mal mit der Kanone, weil wir es können. Die lasse ich jetzt erstmal Kanone sein. Gehen wir mal hier rum, bevor wir das Haus von innen anschauen. Na, ist leider nichts, schade. Wobei, wir kommen hier rein.
Was haben wir denn hier? Ein roter Edelstein. 150 ist der Wert. Cool. Das hat sich natürlich jetzt schon gelohnt, da rumzugehen. Sehr, sehr geil. Und hier ist noch mehr drin. Eine Schatzkarte. Du hast eine Karte mit dem Weg nach Naglagard gefunden. Tja, das wird wohl ein weiterer Bonuslevel sein. Da kommen wir nicht hoch. Wunderbar, dann wären wir hier sowieso nicht runtergekommen von oben. Also war das schon mal eine sehr gute Idee, hier rumzugehen. Oh nein, oh nein. Komme ich jetzt nicht wieder hier hoch? Doch, oh, Gott sei Dank, Glück gehabt. Ah, schön, eine Karte zu einem neuen Bonuslevel. Mal schauen, was uns da erwarten wird. Also ich kann schon mal so viel verraten, dass es ein bisschen anders wird als der erste Bonuslevel. Ein bisschen. Ich weiß nicht mehr genau, was uns erwartet, weil es noch verschiedene Typen von Bonusleveln gibt aus beiden Kampagnen, die wir halt noch nicht gesehen haben. Aber es wird auf jeden Fall spannender. So. Ja, ihr müsst erstmal ein bisschen sterben. Vor allem ihr Goblins, die seid jetzt nicht wirklich besonders anspruchsvoll. Ich könnte ja eigentlich mal versuchen, so eine Brandbombe zu werfen. Na, das ist ja... Na, immerhin. Wir haben einen davon getötet. Was ist mit Granaten? Na, cool. Hat funktioniert. Wobei ich jetzt nicht so begeistert davon bin. Also die Brandbomben können wir vielleicht für irgendwelche Durchgänge benutzen. Aber die Granaten, den kann man viel zu leicht ausweichen. Von daher. Aber es ist eigentlich ganz cool. Vielleicht finden wir ja später auch noch... Oder haben später noch die Möglichkeit, bessere zu kaufen und zu benutzen. So wie bei der Jägerin die neuen Pfeilsorten. Au. Vielleicht sollte ich den Nahkampf erledigen. Ich glaube, das hätte mir mehr Lebensenergie gespart. Naja, jetzt ist es zu spät. Hä, wo kommst du denn her? Hallo? Na? Nein, nicht untergehen! Nicht untergehen! Nicht untergehen! Okay, das sieht aber so aus, als hätte er kein Gold dabei gehabt, oder? Scheint so. Gott sei Dank, nochmal Glück gehabt. Dann gucken wir mal, was wir noch weiterfinden können. Ist hier irgendwas hinter den Kisten versteckt? Das ist ja immer sehr beliebt, hinter irgendwelchen Kisten oder hinter irgendwelchen Ecken ein paar Sachen zu verstecken. Deswegen gucke ich mir das alles ganz genau an. Ich möchte ja nichts verpassen, den Level nochmal spielen müssen. Ja, ich versuche mich mal an diese Assassinen da ranzuschleichen. Dass sie uns nicht mit ihrem Bogen angreift. Dreh dich nicht um, dreh dich nicht um. Ha! Sehr gut. Oh, jetzt kann ich sie nicht treffen, weil sie da unten ist. Ist nicht euer Ernst, oder? Komm, nimm eine Brandbombe. Das hat irgendwie nicht so viel gebracht. Aber das hat was gebracht. So, ist das dabei? Nö. Na gut. Dann will ich dich mal da in aller Ruhe liegen lassen und dich nicht plündern. Ja, das scheint... Oh, da oben. Hätte ich fast übersehen. Dumm, die dumm. Gut, dass ich mich mal so umgucke. So, wo kommen wir denn da dran? Jawohl, wunderbar. Und ich sehe schon, da ist auch was drin. Ein Heiltrank. Ja, den nehme ich natürlich sehr gerne mit. Da wir ja keine Heiltränke haben. Mal schauen, ob ich den Ork da treffen kann und hierher locken. Also treffen kann ich ihn auf jeden Fall. Aber er patrouilliert einfach weiter. Dann soll er halt einfach sterben. Indem ich ihn von hier aus behake. Jetzt kommt er her. Na komm. Na komm. Na, verdammt. Jetzt werden von da oben noch beschossen, natürlich. Hilfe. Das ist ein Ork-Hauptmann sogar. Genau, stirb erstmal. Ah. Oh, falsche Waffe. Ich wollte die hier haben. Geht auch nur eine Armbrust, oder? Aber die ist nicht wirklich zielsicher. Na komm, na komm. Sei ein braves Mädchen. Ich glaube, sie ist... Nein, sie ist noch nicht tot. Oh, wie viel hält die denn aus? Schattenassassine. So, sehr gut. Kann ich gleich schon wieder einen Heiltrank trinken. Ah, so ein Checkpoint wäre jetzt gar nicht mal so schlecht. Hm, haben wir irgendwas? Nö. Das sieht eindeutig nicht gesund aus. Guckt euch mal an, wie der Kopf da liegt. Sieht irgendwie aus, als wäre der Nacken gebrochen. Hm. Was soll's. Ist ja nicht mein Nacken. Aber mein Heiltrank. So, ich muss mich jetzt mal hier genauer umschauen, weil ich glaube...
Jawohl, ich glaube, hier ist nämlich ein Easter Egg, das ich selber noch nie geholt habe, weil das relativ schwer zu entdecken ist. Aber ich habe davon gelesen und mir ein Video angeguckt und ich würde es euch natürlich auch gerne zeigen. Deswegen kletter ich hier einmal in den Balken rum. Nein, oh Gott. Und versuche hier aufzupassen, nicht runterzufallen. Na komm. Sehr gut. So, wir können da was benutzen, wie ihr oben links sehen könnt. Und das mache ich einfach mal. Auf Wiedersehen. Tja, das ist natürlich nur doof, wenn das jetzt der Bruder war, von dem der Goblin im Käfig gesprochen hat. Weil der sah auch so aus, als wäre er ein bisschen angetrunken. Hatte da noch schön einen Korb mit zwei Flaschen neben sich. Ist das der Goblin? Ist wahrscheinlich noch von der Animation übrig. Ja. Ihr seht schon, Haie sind hier in den Gewässern. Deswegen, man sollte nicht nur nicht ins Wasser gehen, man sollte auch nicht fischen. Könnte ein bisschen tödlich enden. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da oben alles eingesammelt habe. Deswegen werde ich nochmal schnell da hochgehen. Na, vermutlich habe ich alles eingesammelt. Warum sollte ich nicht alles eingesammelt haben? Aber ich bin da so ein bisschen paranoid. Und offensichtlich habe ich alles. Na gut, dann können wir uns jetzt wieder den wichtigen Dingen in diesem Level widmen. Weil das ist schon ein cooles Easter Egg, oder? Wesentlich cooler als das mit den Geistern. Es gibt wohl auch noch einige Easter Eggs, wo irgendwo in den Leveln Buchstaben versteckt sind. Immer so kleine Wörter aus 3-4 Buchstaben. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht werde ich die euch später nochmal zeigen. Aber an sich sind die jetzt nicht so spannend oder interessant. Deswegen, ja, werde ich mir da jetzt nicht die Mühe machen. Vor allem habe ich gesehen, sind die alle in irgendwelchen Leveln, die wir schon gemacht haben. Oder dann später erst in der dunklen Kampagne. Deswegen hier in der Lichtkampagne müsste ich alte Level nochmal besuchen. Deswegen vielleicht am Ende. Jetzt erstmal kümmern wir uns um die Story und um diese Assassinen. Na komm, stirb. Hör auf, mich mit deinem Bogen zu behaken. Ein Checkpoint. Das sieht so aus, als würde es da weitergehen. Deswegen aktivieren wir einfach mal den Checkpoint. Du hast da so einen Pfeil im Arm stecken übrigens. Ah, jetzt nicht mehr. Wunderbar. Gold. Das nehme ich natürlich immer mit. Wir sind zwar kein Zwerg, aber wir sind auch sehr goldgierig. Genau wie die Zwerge immer im Klischee. So, wie versprochen, ich werde mal den Checkpoint aktivieren und dann einfach mal ins Wasser springen. Ja, wir können ein bisschen schwimmen. Aber okay, wir können schwimmen. Ich dachte, es passiert mehr. Ja. Und da kommt der Haifisch, der den Goblin mitgenommen hat. Wenn wir zu lange im Wasser bleiben, dann sind wir Fischfutter. Om nom nom. Ah, ist der schön texturiert. Was? 10 Goldstücke? Nein! Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh. Ja. Das nur für euch. Einmal ins Wasser gesprungen, 10 Goldstücke verloren. Ich werde das dann so nochmal spielen, ohne die Kamera, um die 10 Goldstücke noch zu holen, damit wir sie auch zur Verfügung haben. Aber das wusste ich nicht, dass wir da Gold abgezogen bekommen. Na toll. Aber immerhin, wir haben gesehen, wie man Haifutter wird. Na komm doch her. Komm noch. Komm noch. Komm noch. Lauf doch durchs Feuer. Lauf doch durchs Feuer. Warum tust du dir selbst weh? Ha? Ha? Ich muss gerade ein bisschen Aggression mit Brandbomben abbauen. Machen die mir eigentlich selber Schaden? Nö. Cool. Eigentlich wollte ich auch die Granaten benutzen, aber die waren nicht so schnell zur Verfügung. Deswegen Brandbomben. Ein bisschen doll. Oh. Ah, shit. Ist aber nicht besonders stabil gebaut hier, das muss ich schon sagen. Also so viel wiege ich jetzt auch nicht, ne? Da ist zu, da kommen wir nicht rein. Dann gehen wir einfach mal hier unten weiter. Vielleicht finden wir ja einen Schlüssel oder so. Oh. Schieß doch ruhig. Ich habe ein Schild. Wobei, das macht trotzdem Schaden, oder? Nee.
Wieso bin ich tot? Ach, die hat uns wahrscheinlich mit Giftpfeilen beschossen, hä? Na, schon wieder 10 Goldstücke abgezogen. So, und stellt euch das jetzt mal vor. Auf schwer, wenn es keine Checkpoints gibt. Da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht einfach abnibbelt und dann den gesamten Level nochmal machen darf. Weil dann ist nichts mit hier wieder anfangen und das Gold behalten. Nee, dann ist komplett Neuanfang. Ja. Geht doch. So, meine Lebensenergie steht noch. Unglaublich. Oh! War doch klar, dass da jemand runterkommt. Genau. Greif einen gepanzerten Ingenieur, der da mit Hammer und Schild vor dir steht, und Dolch an. Sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Muss ich schon sagen. Unglaublich. Manche Leute, ey. Oh. Seht ihr, was da sitzt? Schenk mir den mal eine Kleinigkeit. Na, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Das irgendwie auch nicht. Dumm, 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 dumm. Genau. Nimm das Geschenk einfach an und bleib davor stehen. Das ist eine sehr gute Idee. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Gott sei Dank bleibt ja auch davor stehen. So kann ich wenigstens meine Granaten noch ein bisschen einsetzen. Na komm. Na komm. Das sind nur Geschenke für dich. Also du brauchst mir nicht danken. Du musst mir nicht hinterherlaufen. Wirklich nicht. Das ist schon gut. Du könntest mir vielleicht ein bisschen Gold geben, als Dankeschön, so als anderes Geschenk für mich. Nehme ich gerne an. Auch irgendwelche Heiltränke oder so, aber muss nicht unbedingt sein. Kannst ruhig da sitzen bleiben. Ein Heiltrank, sehr gut. Ja, ich wollte gerade sagen, ich sollte vielleicht einen trinken, aber eigentlich lohnt sich das noch nicht. Schauen wir uns mal erstmal das Lagerfeuer hier an. Können wir uns ja auch hinsetzen. Ein bisschen die Knochen wärmen, nachdem wir... Was machst du da? Ein bisschen Knochen wärmen, nachdem wir da im Wasser waren. Nehme ich da eigentlich Schaden von? Nee. Aber von der Fackel im ersten Level, ne? Natürlich. Gold. Ja, 20 Goldstücke kann ich jetzt schon mal nicht mehr kriegen. Ah, sehr ärgerlich. Ich hätte doch ganz am Anfang ins Wasser springen sollen, als wir noch keine hatten. Oh oh, da ist eine Zaubererin. Zauberin. Zaubererin. Zauberin, bla. Zauberin-Adepte. Komm her. Oh Gott, oh Gott. Ihr seht schon, die hat einen etwas stärkeren Stab. Und wir sind gestorben, mal eben so. Dabei hatte ich doch noch so viel Lebensenergie. Und vor allem habe ich jetzt einen Heiltrank verschwendet, den ich da eigentlich trinken wollte. Also normalerweise sterbe ich nicht so viel in diesem Level. Irgendwie bin ich gerade nicht so richtig gut dabei. Das ist irgendwie nicht so schön. Aber naja, 30 Goldstücke weniger. Ich bin voll am Versagen. Ja, genau. Genau. So, du musst erstmal bitte sterben. So, und jetzt brauche ich einen Heiltrank. Schnell, 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 bevor die rumkommt. Töte sie, töte sie. Töte. Jetzt greif doch an. Gott sei Dank. Meine Güte. Was für ein Stress. Also das will ich auch haben. Aber das waren jetzt nicht zwei verschiedene, oder? Das war nur die eine, ne? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da unten haben wir alles eingesammelt, ne? Ich glaube schon, jawohl. So, dann haben wir 240, eigentlich 270 Goldstücke. Aber 30 wurden uns ja abgezogen, die können wir nicht mehr kriegen. Deswegen... 240. Aber ich rechne mit 270, damit ich weiß, dass ich nichts in dem Level übersehen habe, ein Goldstück. Wie zum Beispiel das hier. Ja, da geht's nicht weiter. Oben geht's weiter, aber ich werde lieber die Treppe nehmen, anstatt über die Kisten zu springen. Ich bin ja zivilisiert. Das sieht so aus, als würde das gleich auf mich runterfallen. Oder auch nicht. Ist hier eine Tür? Komm ich da rein? Tatsache. Aber hier um die Ecke war ja noch irgendwas. Da komme ich zumindest hoch. Gehen wir erstmal hoch. Da kommen wir auch rein. Oh oh. Hallo, mein Freund. Du machst mir ein bisschen viel Schaden. Das mag ich nicht. Genau, bleib erstmal da unten. Ich habe ein paar Geschenke für dich. Oh oh. Das war nicht so geschickt. Wo ist denn hin? Da unten. Hier, nimm das. Kannst du mitspielen. Das war leider ohne Schokolade, ne? Hier ist ja noch ein paar Brandbomben. Hauptsache, du stirbst und machst mir nicht so viel Schaden. Bist du tot? Nicht mal Gold dabei. Unglaublich, die Jugend von heute.
Genau, spring da runter. Finde ich gut. Willst du auch Geschenke haben? Ich habe genug für alle. Hier, wie wäre es mit einem Zauberstab, der sehr schnell beschleunigt. Bleib da stehen. Dann halt auf die Hammermethode. Ich habe keinen Heiltrank mehr. Das stört mich gerade sehr. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Lebensenergie, wie man sehen kann. Oh. Stirb, 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 stirb. Genau, nimm dein Dolch raus. Das finde ich mal gut, weil dann kannst du nicht mit deinen blöden Pfeilen schießen. Die machen nämlich einfach viel zu viel Schaden. Ist hier noch was in die Ecke? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier rumzugehen, weil da wird nichts sein. Zumindest nichts an Gold. Aber hier oben, das sieht so aus, als wäre da noch was. Jawohl! Sehr schön. 255. Also eigentlich 285. Ha. Hallo. Ist hier jemand? Ein Heiltrank ist da oben. Den nehme ich natürlich sehr gerne mit. Aber ansonsten scheint es hier gar nicht weiter. Ach doch, da ist eine Tür. Dann nehmen wir uns erstmal das Gold und den Heiltrank mit. Vor allem über den Heiltrank bin ich sehr dankbar. Moment, wieso habe ich zwei Heiltränke? Waren das da zwei? Komisch. Ich wusste es doch, dass da irgendwer kommt. Erledigen wir erstmal den Goblin, genau. Und dann kann der Ork erledigt werden. Dumm. Stirb. Braver Ork. Hast du fein gemacht. So, 270. Rostiger Schlüssel. Das könnte der Schlüssel sein, den der Goblin haben wollte. Das bricht doch bestimmt zusammen, oder? Wo ist denn jetzt das Logbuch? Das fehlt irgendwie noch. Ah, nein, der Schlüssel könnte das aufschließen, oder? Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass das hier zusammenbricht. Sieht auch sehr brüchig aus. Aber hier ist ja sonst nichts mehr. Müssen wir jetzt hier runterspringen? Hallo, bist mal zusammen. Geh kaputt. Wusste ich doch, dass das passiert. Wusste ich doch. Man muss nur ein bisschen drauf rumhopsen. Wieso können wir jetzt das hier aufschließen? Jawohl. Oh. Oh nein, ich dusche wieder. Du machst viel zu viel Schaden. Genau, lauf durchs Feuer. Das finde ich gut. Lauf mir einfach hinterher. Na, 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 na. Hilfe. Aber ich habe es automatisch abgewehrt, oder? Aber das finde ich schön, dass ich hier einfach so Brandspuren legen kann und er mir hinterherläuft. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Komm, lauf hier durch, lauf hier durch. Sehr schön. Ich war fast wieder umgebracht. Ein Heiltrank, sehr schön, den trinke ich mal sofort. Und wir haben Loros Logbuch gefunden. Also doch ein Logbuch und kein Geschäftsbuch. Aber hat es nicht... Stand da nicht Geschäftsbuch? Ich bin mir nicht sicher. Oh, das sieht nicht gut aus. Eine Zwischensequenz, wenn man zurückgehen will, ist nie gut. Was passiert jetzt? Ja, da müssen wir zurückgehen, das stimmt schon. Natürlich, sie haben die Kanonen bemannt. Es könnte ja auch so einfach sein. Genau, das ist etwas, was sehr nervig ist. Denn wenn ich hier getroffen werde, auf hart, dann nehme ich viel Schaden und kann auch sterben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil die teilweise halt auch einfach auf den Boden einschlagen. Ah, Gott. Und ja, dann darf man den ganzen Level nochmal machen. Schön, oder? Wobei, ich weiß gar nicht, ob man dann tatsächlich das Gold verliert. Ich glaube, man startet einfach wieder am Anfang. Ich bin mir nicht sicher, wie das läuft unter Schwer. Das ist zu lange her, dass ich das gemacht habe. Jetzt irgendwas müsste doch gleich die Brücke zerstören, oder? War ja klar, genau. Und von... Wow, krass. Und genau von so einem Schuss hier, da bin ich einfach weitergegangen. Und der hat mich dann getroffen. Und ich war tot. Auch schwer. Das war dann nicht so witzig. Aber es muss ja eigentlich sein, dass man dann von ganz vorne... Gold? Von ganz vorne anfängt, weil... In dem Level hier wird das ja keinen Sinn machen. Dann springt man ins Wasser und ist wieder ganz am Anfang mit dem Schiff. Und muss hier jetzt nicht wieder zurücklaufen unter Kanonenbeschuss. Also immer wenn eine Kanone kommt... man eine Kanonenkugel hört, sollte man stehen bleiben. Ist irgendwas drunter?
der schöne Hafen. Von wo schießt ihr überhaupt? Von da hinten? Die Kanonen sind doch da vorne. Das macht irgendwie keinen Sinn. Waren wir da oben in dem Haus eigentlich drin? Ich glaube nicht, oder? Das würde auch erklären, warum uns noch so viel Geld fehlt. Ich will in das Haus noch rein. Ihr sollt das nicht zerschießen. Das werdet ihr bereuen. Vielleicht werde ich es auch nicht bereuen, aber bisher sieht das eigentlich sehr gut aus. Oh, ich habe keinen Heiltrank, Hilfe. Ich brauche die Armbrust. Oh, Gott sei Dank. Ich hoffe, jetzt kommt kein Gegner mehr, weil sonst habe ich ein Problem. Sonst habe ich ein großes, großes Problem. Aber wenigstens hat der Kanonenbeschuss aufgehört. Da war ich definitiv nicht drin. Ah, was für eine schöne Aussicht. Vor allem schönes Wetter. Ich wette, da oben ist noch wer. Aber hier ist zumindest Gold. Das nehme ich schon mal mit. Aha, ich will nicht da hochklettern. Es war ja so klar, das war so klar. Komm mit. Komm mit raus. Damit ich dich mit meiner Armbrust erledigen kann. Ich weiß, das ist eine feige Taktik, aber ich möchte gerade nicht sterben. Es ist nur ein Widerling, komm, den erledigst du mit einem Schuss, sage ich doch. Oh Mann. Dann gehen wir mal rein und schauen uns, was wir da noch für Reichtümer finden können. Es müssten ja noch 30 Goldstücke sein, die wir hier finden können. Na, hier ist zumindest ein Heiltrank, da bin ich sehr dankbar drüber. Da haben wir wenigstens eine kleine Chance. Und da oben ist doch bestimmt noch ein Gegner, oder? Kommt jetzt von hier draußen. Auf der anderen Seite. Ich gehe einfach mal rum. Ist wahrscheinlich hier ein Leuchtturm oder so. Genau, einfach die Hit-and-Run-Taktik. Oh. Stirb. Ich hoffe, da kommt nicht noch ein Gegner. Und der hätte uns nicht mal was fallen lassen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Da hat die Kugel eingeschlagen. Hoffentlich hat das nicht zu viel zerstört. Wir wollen ja noch unser Gold hier aufsammeln. Da können wir dann mal eine Abkürzung rausnehmen. Und dann zu unserem Tode springen. Nein, es hat die Leiter zerstört. Es hat die verdammte Leiter zerstört. Wir kommen nicht nach ganz oben. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Ja gut, ich würde sagen, dann haben wir erstmal genug Zeit in diesem Level verbracht. Ich muss den sowieso nochmal spielen. Na, gehst du jetzt wohl weg? Deswegen gehen wir einfach runter. Ich springe jetzt einfach. Ich riskiere den Fallschaden. Wird schon nicht schief gehen. Ich muss den ja sowieso nochmal machen. Von daher, wenn ich jetzt Geld verliere, ist mir das auch nicht, auch egal. Den Schlüssel haben wir auch nicht gefunden für den Goblin. Das muss ich noch nachholen. Oder kann ich den einfach kaputt hauen? Kann ich dich erschießen oder so? Nö. Ja, ich kann dich rösten, wahrscheinlich. Ah, toll. Ja, das werde ich dann ein andermal nochmal zeigen. Im nächsten Part, das kennt ihr ja schon von dieser Folge. Ich verstehe nicht, warum irgendjemand in dieses gottverlassene Mechelon wollte. Ich habe sogar Gerüchte gehört, dass die Drägatar dort gerade einen Krieg vorbereiten. Aber das ist dein Problem, nicht meins. Wir setzen die Segel bei Sonnenaufgang. Na, immerhin haben wir den Level geschafft. So, ja, 290 von 350 Goldstücken gefunden. 350 Goldstücke als Belohnung für die Hilfe beim Auffinden des Geschäftsbuchs. Und das ist natürlich großzügig von Loros. Das stimmt wirklich. Eine neue Mission freigeschaltet. Die Ahnen, Ort Mechelon und, weil wir es ja gefunden haben, Sturmangriff im Naglagard. Ja, ich würde sagen, haben wir wieder viel geschafft. Vor allem war die Folge jetzt wieder lang. Wir haben zwei neue Level. Mechelon, endlich. Und Naglagard, im gleichen Stil von Verbotenes Asgard. Asgard ist was anderes.
Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal nochmal kurz im Hafen von Arc Amar, wo ich dann hoffentlich den Goblin befreie, wenn das überhaupt geht. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Und wo ich dann nochmal rein... Also ich werde erst das ganze Gold holen, werde dann nochmal reingehen und euch zeigen, wie die Spitze vom Leuchtturm aussieht. Das heißt, es wird nicht allzu lange dauern. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, ja, vermutlich in Naglagard wieder. Sturmangriff, ja. Stimmt, so heißt die Mission. Ja gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.